So, hallo vom Flughafen in Brüssel. Wir sind jetzt kurz vor der Abreise wieder nach Berlin zurück und dann in schöne Brandenburg. Heute stand auf dem Programm hier in Brüssel ein Gespräch mit den Europaabgeordneten und dem Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mhm. Neben mir steht jetzt Marco Büchel, unser europapolitischer Sprecher und der Vorsitzende des Europaausschusses. Und ich nutze mal die Gelegenheit, Marco mal zu fragen, was seine Eindrücke waren von der Reise. Marco, erzähl mal. Es hat sich einfach wieder bestätigt, dass es wichtig ist, hier in Brüssel vor Ort zu sein und mit den Akteuren ganz direkt über Europa, über die Zukunft Europa und vor allem über Brandenburg in Europa zu diskutieren und zu sprechen. Ja, also wir haben wirklich gestern ganz spannende Gespräche gehabt, vorgestern auch mit der Kommission zu den einzelnen Fonds, zu Strukturfördermitteln haben wir Gespräche gehabt, mit den NGOs, mit dem DGB, das war auch klasse. Wir haben mit Anwälten gesprochen über die beihilferechtlichen Belange, das war auch, das ist eine ganz praktische Frage auch in vielen Kommunen. Also rundum echt ein sehr spannender Besuch und vor allen Dingen haben wir erlebt, in was für einer Krise Europa steckt. Ne? Brexit, ein Stichwort. Ich nehme so ein bisschen mit, hier ist die Diskussion ganz klar, es muss ein harter Brexit sein, damit nicht so ein Eindruck entsteht, als wenn man sich die Rosinen rauspicken könnte und die negativen Seiten, die es aus Sicht mancher vielleicht geben mag, die lässt man liegen. Fand ich ganz spannend. Welches Thema hat dich noch so besonders bewegt und beeindruckt? Einfach das Thema soziales Europa. Wie gelingt es uns wirklich, Europa so zu gestalten, dass wir wieder ein solidarisches und vor allem friedliches Europa hinbekommen? Ja. Genau, das stand auch im Mittelpunkt. Auch heute gerade und da wird jeder gebraucht momentan. Interessanterweise werden ja vor allem rechte Regierungen gewählt, obwohl die genau das Gegenteil von dem tun. Genau. Viele Grüße aus Brüssel. Bis demnächst wieder in Brandenburg.